Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem 3-in-1 Lesemonat von Januar bis März 2017. Wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, hatte ich im Winter inklusive Januar und Februar eine Ultra-Leseflaute. Im März ging es wieder halbwegs, aber Januar und Februar waren richtig mies, deswegen hätte es sich sowieso nicht gelohnt, einzelne Videos zu machen. Seht ihr ja gleich. Im Januar, also ich habe vor mir meinen Zettel, ne? Im Januar habe ich 775 Seiten gelesen. Wow! Das habe ich teilweise in 2 Tagen sonst gelesen. Wunderbar. Ich habe auf jeden Fall gelesen. Den Rest von Talon 3 Drachennacht fand ich so viel besser als den ersten und zweiten Band. Vor allem sehr, sehr, sehr viel besser als den zweiten, weil das war ja mein persönlicher Flop. Rezension ist online, bekommen hat es von mir 4 Sternchen und ich hoffe so sehr, dass Band 4 dieses Jahr noch zu uns kommt. Also erscheinen soll es wohl in 1-2 Monaten? Nein, das ist schon erschienen. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall auf Englisch ist oder soll es demnächst rauskommen. Und ich hoffe, 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 dass die Übersetzer schnell sind und es schaffen, Band 4 dann im Oktober bei uns rauszubringen. Aber von mir auf jeden Fall jetzt eine Empfehlung. Auch wenn mich seit ungefähr 5 Minuten ein Motorradfahrer nervt, ich mache jetzt einfach mal weiter. Und zwar habe ich als nächstes gelesen, auch nur die restlichen Seiten, also so zur Hälfte ungefähr, das WoW Artbook. Das hier, da gibt es auch schon eine Rezension auf meinem Kanal. Das ist ja praktisch die Hintergrundinformationen zum Warcraft-Film. Und es hat ein Wendecover, weil es auch aufgeteilt ist in Allianz und Horde. Und ich fand es verdammt gut. Von mir hat es, glaube ich, 4 Sternchen bekommen, beziehungsweise Monde, beziehungsweise Fledermäuse. Ich habe nur keine Ahnung, was ich machen werde. Auf jeden Fall, alle, die den Film gesehen haben, können sich das gerne mal angucken. Alle, die den Film noch nicht gesehen haben, vielleicht habe ich das spoilert. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr gut. Als nächstes habe ich gelesen Ali Sik, Band 1 von 4, Herbst. Das ist ein wunderschöner Comic, den ich mir zu Weihnachten wünsche. Ich mache es mal so. Genau. Da geht es um ein Mädchen, das auf dem Friedhof erwacht und nicht glauben kann, dass sie wirklich tot ist und die sich dann erstmal damit anfreunden muss und herausfinden möchte, warum sie tot ist. Und sie verliebt sich dann noch, was ein bisschen schwierig ist, wenn man tot ist, ne? Und der Typ lebt. Auf jeden Fall, sie lässt sozusagen ein bisschen ihr Leben an sich vorbeiziehen, muss drüber nachdenken, muss es erstmal akzeptieren. Und dann gibt es aber auch noch, ja, eine Baufirma, die diesen Friedhof abreißen möchte und wie es weitergeht, weiß ich selber noch nicht, ne? Auf jeden Fall, ich finde die Zeichnungen unheimlich schön. Ich habe mir aber eigentlich ein bisschen mehr von diesem Comic, Manga, wie auch immer, erhofft, denn alles, was ich wusste, das ist zur Hälfte überhaupt erst behandelt worden und irgendwie fehlt mir da voll viel. Ich werde mir wahrscheinlich die anderen 2 auch noch irgendwann holen, wenn ich ja, kann, weil die Zeichnungen sind so schön. Ich kann sie euch nur leider nicht zeigen, weil man das hier nicht darf. Aber ich meine, das Cover, das sagt, glaube ich, alles aus. Es ist einfach wunderschön gezeichnet. Aber mal gucken, wie Band 3 und, also 2, 3 und 4 noch werden. Lassen wir uns überraschen. Und das letzte Buch aus dem Januar, das mich komplett überzeugt hat, ist Secret Fire Band 1 von CJ Doherty. Ich weiß, in meiner Rezension habe ich Daughtery gesagt, weil ich jedes Mal falsch sage und verwechsel, aber egal. Und Karina Rosenfeld. Hier geht es um einen Hexenfluch und eine ganz besondere Art von Hexen, die ich richtig cool finde, weil es hat alles so ein bisschen was Physikalisches an sich. Also ein bisschen mal was anderes. Und die Protagonisten, die sind auf den ersten Blick total klischeehaft, auf den zweiten Blick aber so überhaupt nicht, was ich ultra gut fand. Und ansonsten, der Humor ist genial, der Schreibstil ist genial und oh, ich muss unbedingt weiterlesen, ich sag's euch. Hat von mir 5 Sterne bekommen, Rezension ist online und ich glaube, es kommt, ne, ihr sagt alles. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Dann kam der Februar. Das ist hoffentlich mein einziger Monat, in dem ich so wenig gelesen habe im 2017. Der war nämlich sehr, sehr traurig. So nach dem Motto, hey, er hat nur 28 Tage, ich werde meine 3000 Seiten sowieso nicht schaffen, also lesen wir einfach gar nicht.
Ich war auch ehrlich gesagt beschäftigt mit Videos drehen. Ich habe teilweise 7 Videos an einem Tag gedreht. Und da hatte ich keine Lust mehr zum Bearbeiten. Und so ist das nun mal, ja. Ich hatte andere Dinge und mein großes Projekt, das ich gerade privat so mache, hat auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Also, ja. Und ich habe meinen Führerschein gemacht. Das war wahrscheinlich der Hauptgrund, warum keine Videos wirklich online kamen, weil, wie gesagt, ich war beschäftigt. Und gelesen habe ich halt auch überhaupt nicht, außer Theorie. Ja, ich habe übrigens meine Theorieprüfung mit 0 Fehlerpunkten beim ersten Mal bestanden. Hat es also gelohnt, dass ich nicht gelesen habe. Und meine praktische habe ich Anfang März auch beim ersten Mal bestanden. Zwar etwas knapp, weil ich so nervös war, aber ich habe sie bestanden und ich habe jetzt meinen Führerschein. Endlich. Ich glaube, ich erzähle euch schon, seit ich YouTube mache, also seit 5 Jahren, ja, ich will dieses Jahr meinen Führerschein machen. Und jetzt habe ich ihn. Aber der Lesemonat Februar sieht dementsprechend scheiße aus. Ich habe nämlich ganze 358 Seiten gelesen. Yay! Das sind ungefähr 1/10 von dem, was ich gerne lesen würde. Ich habe auf jeden Fall gelesen den Anfang, also insgesamt 30 Seiten, von Pippi Langstrumpf 2, Pippi geht an Bord. Einfach aus dem Grund, ich hatte kein Buch mehr, weil ich war bei meinem Freund, ja, und ich habe nicht mehr aufhören können, Secret Fire zu lesen, obwohl ich dachte, es reicht mir noch für die Rückfahrt, hat es aber dann nicht. Und ich so, Schatz, hast du irgendwas in deinem Bücherregal, was ich mir ausleihen kann? Und da halt noch sehr viele Kinderbücher von seinen kleinen Schwestern und so da rumstanden, dachte mir, hey, Pippi Langstrumpf, liest immer wieder, ist ja winzig klein und leicht, das nimmst du jetzt mal mit zum Ausleihen und Lesen. Ja, habe ich dann halt, wie gesagt, auf der Rückfahrt die 20 Seiten gelesen, nee, 30 Seiten. Und dann nicht mehr weiter, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es nicht so gefallen, aber wir haben es ja gleich im März dann nochmal. Dann habe ich noch angefangen, beziehungsweise die ersten 210 Seiten gelesen, von Die Phileas und Saga 2, Himmelsturm von Robert Corbus und Bernhard Hennen. Ja, Band 1 habe ich euch schon rezensiert und es hat in meiner Leseflaute wirklich nicht gut getan, dieses Buch zu lesen, obwohl ich Lust drauf hatte, weil es ist so anspruchsvoll. Und ich kam am Anfang überhaupt nicht rein, aber das werdet ihr dann in der Rezension noch erfahren. Ich habe es inzwischen fertig. Ich weiß nur noch nicht, was ich in der Rezension sagen werde. Also eventuell kam sie vor diesem Video online, vielleicht auch nicht. Spoilern werde ich nicht, aber ich habe, glaube ich, schon einiges zu sagen. Also ja, das habe ich angefangen. Und dann habe ich noch, was ich, glaube ich, bei den Neuzugängen Februar unterschlagen habe, deswegen Entschuldigung, Noelle und Noelle 3 von Niki Pekisov, die ja auch auf YouTube unterwegs ist. Und da ich gerade den aktuellen Namen des Kanals nicht mehr weiß, werde ich ihn unten verlinken, weil sie haben sich gerade erst umbenannt und ich habe den Namen noch nicht drauf. Ja, auf jeden Fall habe ich das angefangen. Dann kommen wir auch schon zum März. Da habe ich ganze 936 Seiten gelesen. Way! Das sind immerhin mal dreimal so viele wie im Februar, ja. Zwar immer noch ganz, ganz wenig, aber immerhin, es ging wieder bergauf. Auf jeden Fall habe ich da dann weitergelesen. Einmal Noelle und Noelle 3 habe ich beendet. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich dazu jetzt alles sagen soll. Ich bin gerade noch am Schreiben der Rezension und bald hoffentlich am Drehen der Rezension. Also schaut am besten da vorbei. Spoilern werde ich wie immer nicht, beziehungsweise den Spoiler-Teil, also Inhaltsangabe, werde ich kennzeichnen, dass ihr da auf keinen Fall aus Versehen reintappt. Und dann könnt ihr vorspulen bis zu dem markierten Teil und dann könnt ihr die Meinung hören. Also generell, meine Rezensionen sind immer komplett spoilerfrei. Das Einzige, was ich dann halt sage, sind Sachen, die man unbedingt wissen sollte. Also die ja keine wirklichen Spoiler sind, aber die man wissen sollte, damit man weiß, ob das Buch was für einen ist oder nicht. Da müsst ihr mir einfach vertrauen. Aber Folgebände sind auch immer spoilerfrei, weil ich es alles perfekt kennzeichne. Da kann sich eigentlich keiner beschweren. Genau. Das habe ich auf jeden Fall fertig gelesen. Und dann habe ich Pippi Langstrumpf weitergelesen. Yay! Weil ich habe dann wieder mal ein kleines Buch für unterwegs gebraucht. Und da habe ich gedacht, liest du es jetzt mal fertig. Dazu werde ich keine extra Rezension machen, weil es ja der zweite Band ist und weil ich den ersten und dritten auch noch lesen möchte. Ich habe nämlich noch eine Gesamtausgabe hier. Aber wie gesagt, ich habe es mir ausgeliehen, weil ich nichts dabei hatte. Ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr enttäuscht. Ich habe dem Ganzen jetzt 1 bis 2 Sternchen gegeben. Steinigt mich bitte nicht. Aber es ist einfach, uralt, sagen wir es so. Es ist, glaube ich, von 1946 oder so. Ja, von 1946 ist die Geschichte und das merkt man leider. Denn es ist total sexistisch
total rassistisch und zwar so richtig böse und das kann man eigentlich kein Kind lesen lassen heutzutage. Außer nach ganz tiefen, ausführlichen Gesprächen und dann mit Vorwarnungen und Erklärungen und keine Ahnung, dann kann ein Kind das vielleicht lesen, aber als Kinderbuch ist es heutzutage wirklich unangebracht, also sorry, geht gar nicht. Und vor allem, wenn sich ein Kind Pippi als Vorbild nimmt und das nachmacht, was sie tut, dann stirbt's. Also, ich weiß nicht, jedes normale Kind, das diese Sachen machen würde, wäre innerhalb von 5 Minuten tot, spätestens. Und ein Kindervorbild, das die Leute verdummen lässt, umbringt und total rassistisch ist, dem kann ich leider keine besseren Sternchen geben. Also wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich ein Stern. Aber wenn man daran denkt, dass es halt von 1946 ist, 2 Sterne, aber es ist komplett ungeeignet. Naja, hasst mich bitte nicht, es ist leider so. Ich mochte übrigens Pippi Langstrumpf als Kind auch sehr gerne, aber es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Dann habe ich jetzt 2. Hälfte von Himmelsturm gelesen. Ich weiß immer nicht, was ich dazu sagen soll. Ist ja erst ein paar Sekunden her, deswegen schaut die Rezension, sobald sie online ist. Dafür ist sie da. Sternebewertung kann ich euch, glaube ich, auch nicht sagen, weil ich nicht so wirklich weiß, was ich ihm gegeben habe oder geben soll. Wir werden sehen. Dann habe ich durchgesuchtet die Prophezeiung der Hawkweed von Irina Bricknull oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Da geht es um 2 Mädchen, die in der Sekunde ihrer Geburt vertauscht werden und das Menschenmädchen wächst bei den Hexen auf und das Hexenmädchen bei den Menschen, was natürlich sehr viele Probleme gibt. Irgendwann begegnen sie sich und das Ganze hat mit einer Prophezeiung zu tun, deswegen heißt das Ganze ja so. Und wenn ihr mehr erfahren wollt und wissen wollt, wie es mir gefallen hat, dann schaut bitte bei der Rezi vorbei, dafür ist sie da. Und ich kann schon mal sagen, es hat mir ziemlich gut gefallen für ein Kinderbuch. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt als Jugendbuch sehen, weil die Protagonisten sind zwar so 16, 17, 18, aber sie benehmen sich wie 12, 10. Deswegen würde ich es eher als Kinderbuch jetzt einordnen. Ja, hat mir die Copperbat auch schon bestätigt, dass sie das genauso sieht. Von daher, ich bin nicht alleine. Wie gesagt, Rezension ist in der Infobox. Schaut vorbei. Und das Ganze wird vermutlich eine Trilogie, also Band 2 wird auf jeden Fall noch erscheinen. So viel steht fest. Aber ich nehme an, das wird eine Trilogie oder so. Vielleicht auch nur eine Dilogie, wir werden sehen. Aber es ist auf jeden Fall soweit abgeschlossen. Also in sich so, die Hauptstory ist abgeschlossen. Man kann also gut warten. Und dann kommen wir noch zum Ultra-Flop des Monats. Also noch schlimmer als Pippi Langstrumpf oder gleich schlimm. Love Triangle. Spricht man Triangle so aus auf Englisch? Ich glaube schon. Triangle? Egal. Es ist das, wonach es aussieht. Ich muss es euch kurz zeigen. Oh Gott, ich hatte wirklich mal Lust, nachdem alle diese Young Adult Erotik-Sachen lesen. Hey, ich lese jetzt auch mal wieder so einen richtig fürchterlichen Manga und das habe ich auch bekommen. Oh, Halleluja. Das Niveau ist unterirdisch, kann ich nur sagen. Es geht um eine Jurastudentin, die ist 20, wenn nicht sogar 21. Also eigentlich erwachsen, also in japanischen Verhältnissen jetzt nicht, aber erwachsen, intelligent, weil sie ja Jurastudentin ist. Aber irgendwie ist das die Protagonistin überhaupt nicht. Und die ist so notgeil. Und vor allem, sie ist noch Jungfrau, aber will die ganze Zeit ihren Lehrer ins Bett kriegen und jammert ohne Ende, weil es nicht funktioniert. Und dann hüpft sie noch mit dem Nächstbesten ins Bett, der zufällig auch noch der Bruder ist von dem und... wie ihr seht, sie kriegt ihren Typ da doch rum. Es sind also Brüder, die beide was von ihr wollen. Und oh, wenn ich euch erzählen würde, was da drin vorkommt, dann würde dieses Video zensiert werden. Ohne Witz. Es ist einfach so unterirdisch schlecht. Oh mein Gott. Aber es ist witzig. Also ich hatte meinen Spaß, ich habe gelacht. Aber es ist einfach so doof und so dumm und boah, nee. Also es sind insgesamt 4 Bände. Ich werde mir die anderen 3 noch durchlesen. Es regt mich wenigstens nicht ganz so auf, aber es ist einfach unterirdisch. Witzig, aber unterirdisch. Aber es macht Spaß. Ja. Ich würde dem Ganzen trotzdem nur 1 oder 2 Sternchen geben. Also vielleicht 2 wegen der Unterhaltung, aber eher 1, weil... Nee, 1 Stern. Mehr kriegt's nicht. Das wäre etwas unfair. Naja, wir sehen, was in Band 2 bis 4 noch passiert. Ich habe so ein bisschen Angst davor, deswegen habe ich es auch noch nicht angefangen. Aber wir werden sehen.
So, das war's dann auch schon von meinen Lesemonaten, Januar bis März. Wie ihr seht, es lohnt sich echt nicht, da einzelne Monate draus zu machen, schon alleine, weil ich im Februar kein einziges Buch beendet habe. Da brauche ich keinen Lesemonat hochladen. Egal, ich spaß auf mir auf jeden Fall ein bisschen. Mach das jetzt quartalsmäßig und ich habe schon einen Knoten in der Zunge, das heißt, ich sollte es jetzt beenden. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt nicht so eine Leseflaute gehabt wie ich. Ihr hattet mehr Zeit zum Lesen, habt schöne Bücher gelesen und nicht solche Flops teilweise wie ich, die mir dann den Lesespaß noch mehr genommen haben. Yay. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Lesen, wunderschöne Tage und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, ciao. Hat er mich gerade genervt. Wehe, der kommt jetzt wieder.